Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MotoGP 16, Valentin Rossi, The Game. So, eine schnelle Runde hier im Quali 2, jetzt spulen wir mal vor, aber da wird mich wohl, ja, Marc hat mich mal hier auf jeden Fall überholt. Schafft's noch wer? Nein, anscheinend nicht. Gute Zeit hier von Marc Marquez in Silverstone, Freunde. Hier sind wir. Noch war kein Regen, aber in ganz Silverstone könnte durchaus sein, aber momentan im Training war zum Glück noch keiner. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und schauen wir mal. Gleich einmal wissen. Sonne! Sehr nice. Oh, sorry, jetzt habe ich Eddie weggedrückt. Aber hauen wir uns jetzt kurz vor den Start nochmal an. Ja, Marquez, Bernie Baum, Lorenzo, Rossi, Iannone und... Dovizioso sehe ich da hinten. Alles aus diesem Vorteil herausholen oder machen ihnen die Nerven zu schaffen? Tja, das ist die Frage. Startfrei in der Front Row. Da springt ja ein bisschen die Honda weg, dem Marc. Ich habe leider den zweiten Lauf vom SPK noch nicht gesehen, aber jetzt konzentrieren wir uns mal hier aufs Rennen. Aber die Honda-Piloten waren auf jeden Fall extrem unzufrieden. Bradl und Hayden, so viel habe ich schon mal rausgelesen, aber das habe ich auch im ersten Lauf schon gesehen, dass da nichts ging leider. Die Fireblade generell zu spät fertig geworden. Und die sind alle sehr unzufrieden. Das kann ich ihnen nicht verübeln. Leider wird das in der Saison anscheinend wieder ein Griff ins Braune für Stefan Bradl leider. Er hat aber auch ein Pech irgendwo. Rossi haben wir hier. Wir werden einfach die Jungs da vorne ein bisschen mit ärgern. Okay, da lässt sich Pedrosa nicht überrumpeln. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen die Power. Na, schaut ja gar nicht so schlecht aus hier. Bis jetzt. Also für Silverstone bin ich sehr zufrieden. Oh, okay, da war nicht so hundertprozentig den Punkt erwischt. Ich wollte gerade sagen, lassen wir uns ein bisschen reinrollen. Oh, da kommt auch schon Rossi. Oh, 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 aufpassen, Freunde. Bei den Yamahas überholen wir euch da außen. Ich kann auch wieder kontern. Oh, Pedrosa, was ist los? Verschalten. Ein Honda als erster. Ja, aufgrund, weil ich da ein bisschen Unruhe reingebracht habe, aber ja, ist so. Wäre glatt hier interessant anzuschauen, ob Pedrosa da irgendwas gegen Marquez ausrichten kann oder wie schnell er im Vergleich ist. Ja, sogar sehr schnell. Er hat ihn gerade überholt. Geil.
Rossi Lorenzo duellieren sich hinten auch um die dritte Position gerade mal. Das geht auch schneller, Freunde. Das haben wir schon schneller gesehen. Da habe ich schon wieder gehört hinter mir. Und wieder hier rauf. Ja, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Jetzt einmal rein von der Stärke von der KI her, abgesehen davon, ob ich jetzt irgendwie hier das halbwegs über die Runden bringe ohne Sturz, das sei noch dahingestellt. Für meine Verhältnisse an Silverstone läuft es bis jetzt eh noch relativ fast zu gut schon. Wow, da kommen beide Yamahas daher plötzlich. Speziell Rossi, hier mache ich auch ein bisschen zu weit auf. Ah. Ja, und wenn man dann mal irgendwo wieder drin ist, dann ist natürlich bitter. Boah, auf letzter Rille rein hier noch einmal, die zwei Kollegen überholt. Bin ja alles da und was Tobi? Ich kann nicht schon. Ja, Lorenzo hat der Gunst der Stunde hinten genützt. Boah, Rossi dran an der Pedrosa, glaube ich. Er hatte wieder einen guten Speed, Valentino. Wunderbar, Runde 4 von 8 sind wir. Momentan Position 4, aber das macht überhaupt nichts. Aber leider sieht man hier, wenn wir dann ein stärkeres Motorrad dann haben, werden wir hier locker den Sieg rausfahren können, höchstwahrscheinlich. Boah, hier darf ich nicht so hart rein. Das ist die Kurve, wo ich ein paar Mal gestürzt bin. Die ist nicht ohne. Zum Glück haben wir die etwas weicheren Bremsen jetzt drin oder Bremsscheiben. Hier muss man extremst aufpassen. Ja, okay, das ist ein bisschen leider. Ja, das war ein bisschen blöd. Uns hier wieder ein bisschen reinrollen lassen. Ja, Lorenzo gibt uns auch eine kleine mit hier. Vinales ist da auch noch am Start. Und da kommt auch schon Iannone, der mir nicht gefällt in der Saison, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, jetzt habe ich die zwei Plätze da verloren und da hinten müssen wir doch aufpassen.
Junone, hier ganz ruhig bleiben, Kollege. Meine Güte. Geh mal nicht auf die Nerven. Ich will die Schlussphase, wo meine Reifen down gehen und die von der KI top sind wieder. Und ich hier Platz um Platz jetzt verliere, oder was? Wollt ihr mir das jetzt wirklich ernsthaft erzählen? Oi. Und so schnell kann der Traum vom Top-Ergebnis vorbei sein, Freunde. Da hole ich nochmal zurück, aber ja, da bin ich da weggerutscht. Ja, komm. Das war jetzt ein kompletter Blödsinn. Ja. So, jetzt Konzentration. Unfassbar, oder? Zum Glück geht's um nichts. Aber ich glaube, die Reifen sind, wir sehen es da eh schon, komplett fast unten. Ja, da, boah, müssen wir fast überlegen, ob wir Silvers da nicht einen heiteren Reifen aufziehen, also hinten Minimum. Ich gehe mal die Traktion auf 4 rauf, dass wir da hinten nicht zu schlüpfrig werden. Ja, das ist jetzt extrem bitter und ärgerlich für mich, muss ich sagen. Ah, shit. Ich wollte nicht schon wieder zurückfallen, aber Reifen leider schaut nicht allzu gut aus, wie es ausschaut. So, wie es ausschaut, ja. Ich habe denen aber denen da vorne überhaupt nachkommen. Aber sie sind zumindest noch vor Bradl. Ein Reifen hinten komplett runter. Wir kommen nicht einmal hier Bass und Miller nach. Unfassbar. Es ist zwar im Prinzip unsere Liga, aber nicht so natürlich. Okay, dann schaut der Silvers dann doch nicht so lustig aus mit einem Sieg. Wie ich das vorher da gerade gesagt habe, auch wenn wir da mit einem Top-Motorrad unterwegs sind, wird das dann eng. Wenn wir da nicht irgendwie vorher vielleicht einen Vorsprung rausfahren. Könnte dann durchaus interessant werden. Nächstes Jahr mit Crutchlos-Maschine könnte schon interessant werden. Normal fürs Erste. Ja, ich komme hier Platz 16 und 15 gar nicht nach. Also ich... Unfassbar. So schlimm ist es schon bestellt um meine Reifen. Oder hat die Kita wieder irgendeinen extra Bonus noch zusätzlich? Aber es kann auch sein, dass die, ich weiß nicht, keinen Reifenverbrauch berechnet bekommen oder so. So schaut es zumindest für mich irgendwie aus. Warum jetzt gerade nur in Silverstone hier die Reifen so arg runtergehen, wenn die Anzeige stimmt natürlich. Dann weiß ich es auch nicht genau. Vielleicht habt ihr dasselbe Problem. In Silverstone zumindest. 80 kam schon. Dieter Rabat und ich. Ja, ich habe keine Chance. Wäre egal gewesen, wäre sowieso hinten durchgereicht worden. Aber gut, wir werden vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ohne Sturz da. Naja. Bradl, Leverton, ja, na klar, jetzt überholen wir gleich 4 wieder hier von hinten noch. Unfassbar, jetzt ist nur mehr einer hinter mir. Sportista ist der letzte, geil. Hallo Stefan. Oh,
Oh, fast wieder eine Kollision. Ja, absolute Katastrophe hier mit den Reifen jetzt. Hernandez, Liberty. Alle drei Aprilias letzter, Freunde. Unglaublich, oder? Jetzt ich letzter. Oh. Na, egal, stimmt der Silverstone nicht. Nicht. Ja, die ersten paar Runden waren auch okay. Okay, dann Silverstone doch vielleicht eine Stufe runter, wenn wir nicht herausfinden, was da genau das Problem ist. Jetzt bin ich ja komplett weg vom Fenster. Ja, gut, ich meine, die Reifen sind komplett durch, das ist auch klar. Das Ganze müsste ich noch mit zweimal harten Reifen probieren vielleicht. Dann schaut die Sache vielleicht auch ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir ja überhaupt keinen Reifen mehr. Man kann sich vorstellen, dass die ganze KI alle auf harten Reifen jetzt unterwegs ist hier. Meine Vermutung ist, wie schon gesagt, die haben keinen Verbrauch, so wie die fahren. Bei denen wirkt sich das nicht aus. Ja, unfassbar. Hätte ich mir auch gedacht, dass ich hier letzter werde in den Grand Prix. Nach den ersten paar Runden, wo wir eigentlich am Podium geschnuppert haben. Naja. Das ist jetzt bitter für Aprilia. Und Aprilia dreimal letzter, glaube ich, oder? Die letzten drei Plätze Aprilia. Bin ja gespannt, wie sich die jetzt dann in der neuen Saison auch tun mit den neuen Fahrern. Hm. Tatsächlich dreimal Aprilia letzter, ja. Dazu ist alles gesagt. Marquez, Rossi auch mit der schnellsten Runde. Pedrosa, da fahren wir dran. Lorenzo Vinales. Naja. Das war Nuller, somit sind wir weg von Iannone und Vinales rückt uns ein bisschen näher. Gut. Wunderbar. Das soll es dann für heute schon wieder gewesen sein. Hey, du machst dir auf der Strecke einen Namen. Ja, hi. Ein paar Teams wären ganz froh. Ja, ja. Gut, wunderbar. Dann sehen wir uns das nächste Mal, Freunde, in Misano. Ich bedanke mich fürs Einschalten, danke fürs Like, danke fürs Abo, wer es vielleicht noch nicht hat. Würde mich riesig darüber freuen, natürlich. Und ja, dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Danke und ciao, ciao.